Das erste, was einen hier empfängt, ist das Gerülpse irgendwelcher Hornochsen. Trash-Container, ach, den kenne ich ja auch noch nicht. Schau mal einer an. Guck mal, eine Wasserflasche drin und eine Messerscheide. Oh, ich krieg grad Schnappatmung. Ach, ist das schön. Und guck mal, ein ordentliches Messer hatte ich mir auch noch nicht gekauft. Können wir das da gleich reinpacken? Ah, siehste. Mal gucken, was könnte ich denn stattdessen in den Müll werfen? Ja, ich weiß nicht, die Flaggen. Ich glaube, die kann ich gar nicht verkaufen. Ich kann mal gucken bei Base Building. So. Gibt noch keinen Grund mehr für Bauchgebrummel. Wir räumen den ganzen Kram hier mal ein höher. Wo wurde noch eben gerülpst? Da lang? Ist ja egal. Könnten wir bitte das Rülpsgeräusch zum Feststellen der Richtung nochmal haben? Da war es auch schon. Ist es geladen? Ja, ist geladen. Du verlässt die Safe Zone. Na gut, dann verlasse ich die Safe Zone mal. Dieser blöde rote Markierer da. Tötel. Sehe ich schon irgendwas hier? Nee, ne? Ja, wo laufen sie denn? Ja, wo laufen sie denn? Irgendwo müssen sie doch sein, verdammte Hacke. Da ist er. Ach, ich kann mich einfach nicht daran gewöhnen, hier den richtigen Knopf zu drücken. Okay, das reicht fürs Erste. Oh, mal richtig nachladen, ne? Man soll das einfach nicht vergessen. Beide Läufe müssen ja einzeln geladen werden. So. Mein jagdzellige Messer. Matsch, Matsch, Matsch. Das ist ja mein Sammelsurium hier. Das hat sich ja gelohnt. Ich glaube, Fett, kann man Fett immer verkaufen oder nur Pristine? Ja, nämlich packe ich doch mal ein. Der Rest sieht aus wie herumliegendes Gehirn. Ja, wo ist es denn? Da ist es. Ja, ne? Der Rotwildplage muss irgendwie Einhalt geboten werden. Hind. Ein russischer Kampfhubschrauber. Also, erstmal den Kleinkram hier einpacken. So, passt der noch? Ich glaube, den stecke ich erstmal weg. Ja, Deer Pelt, badly damaged. Okay, das kaufen sie mir auch nicht mehr ab. Ich hätte Angelhaken kaufen sollen, dann hätte ich mir noch welche mitnehmen können. Ja, Viecher, Getier. Bin ich denn? Ist hier was in der Nähe, was des Guckens wert wäre? Mi. Das Mi stark in dir ist. Ach nö, ich glaube, ich renne jetzt zurück und verkaufe die ganzen Krempel, ne? Und dann mache ich die nächste Tour mache ich in eine andere Richtung. Kann ich hier echt einfach die Straße hochwitzen? Ja, fast, ne? Es war leichter, wenn ich hier, da, Kumirna Trader. Da drauf loswetzen. So, dann schauen wir doch mal, was die Beute jetzt bringt. Sellables. Nichts gekerntes Fett. Wenn ich mein Fett mal noch verkaufen könnte. Oh, wäre das praktisch.
Immer weg das Fett. Dir Pelt, was bringt die denn? 200? Dir Pelt bringt ja viermal so viel wie Fett. Gucken, wo haben wir denn Fleisch? Venison Steak, genau. 150, guck mal. Ein so ein Steak, schön klein, bringt 150 und die riesige große Haut bringt 200. Also die Haut lassen wir demnächst einfach liegen und nehmen nur noch das Fleisch mit. Und ja, das ist in jedem Server ist das anders, wie viel es bringt. Ja. Die Herren des Hochadels. Werden wir zu Fuß laufen müssen. Ja, mit kreiselnden Bewegungen macht er noch den Breiten. Bisschen angeben, ne? Und dann fliegt er in den Sonnenuntergang, ja, von wegen. Ich sehe hier allerdings jetzt noch kein Getier, das man eventuell jagen könnte. Vielleicht sollten wir was anderes jagen. Irgendwas Profitables. Nanu? Ein Zelt? Ist das nicht ein bisschen dicht dran? Mal gucken. Komirna. 1, 2, 3, 4, 5, 600 Meter. Tja, das könnte Ärger geben. Mal gucken, was eine Mülltonne hat hier. Feuertonne, naja. Gut, aber zum Glück nicht mein Problem, sondern seins. Tja, hier immer nur rumzuhüpfen und Dinge zu verkaufen. Ich weiß gar nicht, wie ich es rausgeschnitten habe. Ich war mal eben schnell bei der einen Militärbase, wieder zurückgetigert, habe Dinge verkauft. Konto stand jetzt so ungefähr bei 10.000. Ja, und ich weiß gar nicht so recht, was ich noch machen soll. Ich würde sagen, ich laufe jetzt einfach mal in die Welt hinaus, ohne Auto. Und ja, guck mal, wie weit ich komme. Ping, was war das? Klang auch ziemlich heftig. Irgendjemand mit einem großen Peng, der sich keinen Schalldämpfer leisten können. Ich denke mal, der wird genau da sein, wo ich gerade hin will. Das würde sich zumindest anbieten. Aber der Ton fast einen Kilometer entfernt. Giftgas? Nein, gibt's glaube ich nicht mehr auf dem Server, oder? Hoffentlich nicht. Giftgas fand ich blöd. Peng. Aber es kommt aus der Richtung, ne? Tja, da sind wir dann ja wohl. Mal schauen, ob man uns noch was übrig gelassen hat. Hüpf. Ja, der schlanke Hering, der ich bin, der hüpft da einfach so mal eben rüber. Sollte sicherheitshalber eine Knarre. Ach, der hat schon ordentlich abgeräumt hier. Und hat denn auch alles mitgenommen. Nur die Kühe da liegen lassen. Was war das für ein Kaliber? Ach, so, egal. Ist er noch kräftig mit Rumsen beschäftigt. 7,62 bei 39. Tja,
Tja, er hat so die richtig guten Sachen hat er nicht liegen lassen. Naja, mal einpacken, vielleicht ist es ja für irgendwas gut. Eine abgeranzte taktische Weste. Egal, sonst wenn sich das Ganze nicht rechnet, dann latsche ich einfach weiter zum nächsten Gebäude. Man muss ja nicht so einen Krach machen hier. Juhu! Knock, knock. Knock, knock. Oh, schicke Klamotten. Assault Pack. Oh! Assault Pack 80. Warte mal, was hat denn mein Rucksack hier? Der hat 100. Medic Bag. Allerdings kann man hier noch eine Knarre dranhängen. Assault Pack Dark Multicolor, bla bla bla. Da komme ich schon ins Grübeln. Wahrscheinlich ist das Pack alleine ordentlich was wert. Die Frage ist, wo verkaufe ich's? Jetzt haben wir hier eine coole Brille. Habe ich irgendeine Brille? Nee, dann nehme ich die doch mit, auch wenn sie ein bisschen albern aussieht. Dose, abgeranzte Boden, ein Combat Sight. Ich glaube, ich höre ihn trapsen, den Nachtigall. Leupold. Hey, good day. How are you today? Ja, yeah, you're right. Absolutely speechless. Ha, ha, ha. Ja, genau, nimm du die Mann. Ich brauch sie eh nicht. Leerer Raum, ob er das gewusst hat? Naja, mal schauen. Da sehe ich, wie er da durch die anderen Räume geistert und alles Gute mitnimmt. Schnüff. Jetzt noch den Container aufmachen. Er lässt wirklich nichts aus. Der ist wie ich. Nicht auf dem Boden? Nee, das ist auch nur eine alte Fliese. Eine Mütze. Noch eine Brille, aber die ist vielleicht besser. Nein, ist sie nicht als meine. Militärische Scheide? So Kydex oder sowas? Nee, Militär. Doch, eine Military Sheath. Die nehmen wir einfach mal mit, weil bringt Geld. Dasselbe gilt für den Flair-Dingens. Ah, ein Tactical Helmet mit Restlichtverstärker. Das ist ein Tausch, dem man durchaus näher treten könnte. Jetzt geht mein Teflon. Sowas. So, das Video ist hier zu Ende. Ich habe gerade erfahren, dass meine Mutter verstorben ist. Später mehr.